Willkommen zur Videolösung der Serie 12, der Hallo. Aufgabe 2. Hoi Thomas. Sorry, Tommy. Aufgabe 2. Ein Transformator wandelt Netzspannung in Niederspannung für einen elektrischen Verbraucher. Das Wicklungsverhältnis zwischen Primärwicklung und Sekundärwicklung betrage N1 zu N2 gleich 46. Ein einfaches Ersatzschaltbild, bei welchem alle Unmagnetisierungs- und Wicklungsverluste durch einen Innenwiderstand RCU im Sekundärkreis berücksichtigt werden, ist hier skizziert, zwischen den Nüssen. Willst du noch etwas sagen dazu? Ja, also man hat hier versucht, bei diesem Ersatzschaltbild alle Verluste, die auftreten können, in einen, also Verluste wie zum Beispiel die Wicklungen, die bestehen ja aus Kupferdraht. Kupfer hat zwar einen sehr kleinen spezifischen elektrischen Widerstand, aber er ist nicht null. Das heißt, wenn Strom fließt, wird es Verluste geben in den Kupferwindungen, die man nicht am Endverbraucher nutzen kann. Da gibt es noch andere Verluste. Es gibt auch andere Verluste. Ja, genau. Auch die Übertragung des Flusses von der Primärseite zur Sekundärseite ist natürlich nicht ideal. Deswegen hat man versucht, all diese Verluste in einem einfachen Modell in so einen Kupferwiderstand auf der Sekundärseite zu integrieren. Und wenn jetzt natürlich Strom fließt hier, ein I2 auf der Sekundärseite, dann wird hier eine Spannung abfallen an diesem Innenwiderstand, können wir dem auch sagen. Und Spannung aus Strom ist eine Leistung, es gibt also eine Verlustleistung, die man nicht wirklich hier außen an den Klemmen des Transformators gebrauchen kann. Gut. Und erste Frage, oder? Ja, wir können zur ersten Frage gehen. Wie groß ist im Leerlauf der Effektivwert der Spannung? U2 auf der Sekundärseite. Das heißt, ohne Last, er ist unendlich, es fließt kein Strom. Genau, das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Dieses I2 auf der Sekundärseite ist null. Wenn I2, also weil die Klemmen hier nicht belastet sind, es ist kein Widerstand dran. Das heißt, es fließt auch kein Strom durch diesen Kupferwiderstand, es gibt keinen Spannungsabfall. Die Verluste sind null. Also das heißt, die Spannung, die hier eigentlich erzeugt wird an der Sekundärseite der Wicklung, ist dieselbe Spannung wie hier an den Klemmen. Weil eben dieses UR-Kupfer null ist. Gut, und dann haben wir aus der Vorlesung kennen wir, dass sich die Spannungen am Eingang und am Ausgang eines Transformators verhalten wie die Wicklungsverhältnisse. Anzahl Windungen auf der Primärseite geteilt durch Anzahl Windungen auf der Sekundärseite. Und wieso ist das so? Weil die Induktion auf der Sekundärseite, die kommt ja zustande durch die Flussänderung. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Sekundärseite dem Windungsverhältnis mehr Flusslinien umschließt als auf der Primärseite, also als die Wicklung auf der Primärseite. Das heißt, wenn die Sekundärseite fünfmal mehr Windungen hat, dann hat man fünfmal die größere Flussänderung auf der Sekundärseite. Deswegen ist auch die induzierte Spannung auf der Sekundärseite fünfmal größer. Und jetzt in unserem Fall haben wir auf der Primärseite haben wir Netzspannung und wir haben ein Windungsverhältnis von 1 zu 46. Das heißt, wir haben auf der Sekundärseite 46 mal weniger Windungen als auf der Primärseite. Deswegen wird unsere Spannung am Ausgang des Transformators 46 mal kleiner sein als die Netzspannung am Eingang des Transformators. Gut, das heißt also, Netzspannung 230 Volt, U1 0, mal das Wicklungsverhältnis N2 zu N1, das wie gesagt 1 zu 46, gibt eine Ausgangsspannung von 5 Volt.
Und das ist 5 Volt Effektivwert. Wie ist das genau? Ich habe, wenn ich auf der Sekundärseite 5-mal mehr Windungen hätte, hätte ich 5-mal mehr Spannung oder 5-mal mehr Strom? 5-mal mehr Spannung. Das heißt, 5-mal mehr Spannung, ja. Beim idealen Transformator ist die Leistung gleich auf der Primärseite, auf der Sekundärseite, also wenn du keine Verluste hättest. Mhm. Deswegen, wenn du 5-mal mehr Spannung hast, dann musst du 5-mal weniger Strom haben. Okay. Damit sie gleich wird. Aufgabe B. Ja, gehen wir zur zweiten. Wie groß ist der Spitzenwert der Spannung U-Scheitel 2 auf der Sekundärseite ebenfalls ohne Last? Ja, die Netzspannung, die wir hier in Teilaufgabe A gebraucht haben, U1,0, aus dem Netz, die Spannung, das sind 230 Volt und das gibt den Effektivwert an. Das heißt, das wäre eigentlich die Gleichspannung, die an einem Widerstand dieselbe Leistung generiert, wie die Sinusspannung, die vom Netz kommt. Das heißt, man würde statt an eine Sinusspannung auf dem Netz, welche wir als 230 Volt Effektivwert angeben, würde man eine Gleichspannung von 230 Volt, also immer 230 Volt, zeitlich konstant benötigen. Und beim Sinus, bei der Sinusfunktion ist das so, dass der Effektivwert ist Wurzel 2 mal kleiner als der Scheitelwert. Das kann man durch eine einfache Integration über die Leistung berechnen. Das heißt, der Scheitelwert, nachdem gefragt ist in der Aufgabe B, ist Wurzel 2 mal größer als der Effektivwert. Gut, und das gibt Wurzel 2 mal 5 Volt, macht 7,07 Volt. Das wäre die höchste Spannung, die man messen kann am Ausgang dieses Knopfes. Genau, das ist so der Scheitelwert. Wechselt natürlich, weil es eine Sinusspannung ist, zwischen positiven 7,07 Volt und negativen 7,07 Volt. Wechselt immer hin und her. Mhm. Gut. Und gibt es noch eine? Aha, jetzt. Ein weiterer Textteil. Unter der Last eines elektrischen Verbrauchers von R gleich 10 Ohm habe der Transformator einen Wirkungsgrad von 90%. Der Wirkungsgrad wird definiert als Quotient von nutzbarer Leistung an R und bezogener Leistung vom Netz. Das heißt, der Wirkungsgrad ist P2 über P1. Bemerkung. Bei einem idealen Transformator, das heißt einem ohne Verluste, wäre P1 gleich P2. Wie groß ist nun U2 unter dieser Last? Ja, ich habe das folgendermaßen versucht zu lösen. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was im Text steht. Es steht im Text, dass 90% von P, also von der Leistung, die übertragen wird, von der gesamten Leistung, das ist natürlich nutzbare Leistung plus Verlustleistung. 90% von P soll Nutzen sein. Das heißt, und der Nutzen ist das I2, also das heißt der Strom hier im Sekundärkreis, der fließt durch den Kupferwiderstand plus unseren Lastwiderstand, mal den Spannungsabfall, also den Teilspannung hier, an den, am Ausgang der Klemmen, wenn ein Strom fließt. Das ist die Gleichung 1. Dann habe ich dasselbe gemacht für die Verluste. Und die Verluste sind natürlich am Kupferwiderstand, das heißt 10% von P rechnet sich durch I2 mal UR Kupfer, also Spannungsabfall am Kupfer. Dann habe ich diese zwei Gleichungen. Und damit habe ich eigentlich schon die ganze Information. Das ist ein Gleichungssystem. Jetzt teilst du die Gleichungen durcheinander. Ja, jetzt teile ich die einfach mal durcheinander, weil ich weiß P nicht, oder? Ich habe keine P vorgegeben. Dann bekomme ich nämlich das P weg. Dann gibt es 9. 90 durch 10% macht 9, ist gleich U2 durch UR Kupfer. Was ich weiter weiß, dass ich die Spannung
am Lastwiderstand und am Kupferwiderstand addieren zur Leerlaufspannung. Diese Leerlaufspannung von 5 Volt. Das schreibe ich auch noch auf. Also das ist diese Gleichung hier. Das ist die zweite Gleichung. Und wenn ich das auflöse, wenn ich diese beiden Gleichungen auflöse nach U2, dann bekomme ich das folgende Resultat, dass 90% von der Leerlaufspannung fällt am Lastwiderstand ab. Das heißt 90% von der Leerlaufspannung, das macht 4,5 Volt. Das heißt, die Spannungen verhalten sich also gleich wie das Verhältnis wie Nutzen zu Verluste. Das ist ja eigentlich logisch. Logisch, ja, oder? Ja, dachte ich zuerst nicht, aber jetzt. Es ist ja eben derselbe Strom, der durch beide, durch Verlust und Lastwiderstand fließt. Dann kann es ja nur an der Spannung liegen, wenn da ein Unterschied ist. Genau, ich nehme an, dein erster Gedanke war Nutzen und Verluste, das sind Begriffe der Leistung. Und die Leistung, die berechnet sich ja aus Spannung mal Strom. Genau. Das heißt, da ist immer eine Wurzel oder ein Quadrat involviert. Das ist dann, weil das Spannung mal Strom ist, kann das entweder dann quadratisch eingehen oder weil es jetzt halt hier der gleiche Strom ist, gibt es beim Strom keinen Unterschied, weil es durch beide Widerstände fließt. Also das heißt, die Spannung teilt sich im gleichen Nutzen zu Verluste Verhältnis. Nächste Frage, okay. Wie groß ist RCU? Ja, das ist auch wieder ziemlich schnell gerechnet. RCU, einfach das Ohmsche Gesetz aufschreiben, das ist Spannung geteilt durch Strom an diesem Widerstand, also das ist der Spannungsabfall, URCU, wissen wir noch nicht, aber können wir nachher einen Ausdruck finden dafür. Und I2, der Strom durch diesen Widerstand, kennen wir auch nicht, aber auch dafür finden wir einen geeigneten Ausdruck mit Größen, welche wir kennen. Das heißt, suchen wir hier einen Ausdruck für URCU mit Größen, die wir kennen, das ist natürlich U20 minus U2. U2 haben wir berechnet, die Ausgangsspannung, wenn der Transformator belastet ist, sind noch diese 4,5 Volt. Minus oder subtrahiert von der Leerlaufspannung von 5 Volt. Also das heißt, hier oben im Zähler haben wir 0,5 Volt. Und der Strom, der fließt, das ist das U2 durch das R. Das ist ja der gleiche Strom, ob er jetzt durch die Last fließt oder durch den Kupferwiderstand. Das heißt, ich kann dieses I2 hier auch mit Größen angeben, hier, die wir kennen von der Last. Das ist einfach das U2 geteilt, das R, wieder Ohmsches Gesetz. Kennen wir alle diese Größen, ausgerechnet 1,1 Ohm. Letzte Frage. Bei welcher Last R kann am meisten Leistung auf der Verbraucherseite bezogen werden? Ja, das ist eine Idealisierungsaufgabe oder eine Maximierungsaufgabe, kann man so sagen. Und zwar wollen wir den Nutzen am Ausgang unseres Transformators in Abhängigkeit von R, also wir wollen R optimieren, dass wir am meisten Nutzen aus dem Transformator kriegen. Wir können mal zum Beispiel folgende Extremas bilden. Was passiert, wenn wir den Widerstand R hier gegen unendlich gehen lassen? Das heißt, wir haben keinen belasteten Transformator. Es fließt kein Strom. Genau, es fließt kein Strom. Aber wir haben die maximale Ausgangsspannung. Mal also null. Mal null. Gibt minimale Leistung. Gibt immer noch. Gibt halt leider minimale Leistung. Also das Extrema ist sicher nicht das Ideale. Wie sieht das andere Extrema aus? Ein Kurzschluss. Genau, das heißt R gleich 0. Ausgangswiderstand oder Lastwiderstand gleich 0. Also volle Last.
Und was bedeutet das? Wir haben über der Last keine Spannung. Keine Spannung mal an irgendeinen Strom gibt keine Leistung. Ja. Die gesamte Leistung fällt über dem Innenwiderstand ab. Genau. Das heißt, wir haben zwar maximalen Strom, den wir ziehen können, aber wir haben keine Spannung. Also auch nicht das Ideale. Das heißt, das Ideale wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Muss dazwischen sein. Ja. Weil ein Außerhalb gibt es nicht. Ja, gibt keine negativen Widerstände. Gut, also wir suchen also das Optimum in Abhängigkeit von R. Und solche Aufgaben, ja, die löst man halt immer durch Ableitung von dieser Funktion Ausgangsleistung in Abhängigkeit von R, abgeleitet nach R. Das gibt uns die Steigung. Und irgendwo hat die Steigung hat diese Funktion ein Maximum, da ist die Steigung 0. Das heißt, Ableitung dieser Funktion bezüglich von R, von Lastwiderstand gleich 0 setzen und nach R auflösen. Das ist einfach das Vorgehen. Das ist immer das Vorgehen bei solchen Aufgaben. Mhm. Gut, das heißt, wir müssen einen Ausdruck finden oder eine Funktion von P2, von der Ausgangsleistung, in Abhängigkeit von R. Und da dürfen dann nur noch Größen drin stehen, die wir kennen, also Konstanten. Das wäre zum Beispiel das U2,0, das Leerlaufspannung, dem Wicklungsverhältnis entsprechend, also haben wir ausgerechnet hier in Teilaufgabe A, und den Kupferwiderstand. Auch dieser Kupferwiderstand ändert sich nicht. Also die Ausgangsspannung U2 und der Strom, diese Größen dürfen nicht mehr vorkommen. Mhm. Also. Idealerweise. Ja, damit wir das ausrechnen können. Gut, gehen wir das folgendermaßen vor. Wir fangen einfach mal an. P2 ist natürlich, also die Ausgangsleistung ist natürlich Ausgangsspannung mal Strom, I2. Gut, I2 kennen wir nicht. Und U2 kennen wir auch nicht. Für U2 finden wir aber einen Ausdruck. U2 ist ja, kann man ausrechnen, also die Leerlaufspannung minus dem Spannungsabfall über dem Kupfer. Und dem Spannungsabfall über dem Kupfer kann man auch ausrechnen als mit dem Ohmschen Gesetz als Widerstand vom Kupfer mal dem Strom, welcher durch das Kupfer fließt. Also wieder mal I2. Gut, dann haben wir zweimal noch I2, was uns fehlt, um das in Größen und P2 in Größen auszudrücken, die wir kennen. Und das I2 können wir auch wieder durch das Ohmsche Gesetz ausrechnen, geteilt durch die Leerlaufspannung, geteilt durch den Gesamtwiderstand. Das ist R Kupfer plus R plus Lastwiderstand. Gut, dann haben wir jetzt, wenn wir das einsetzen, alles nur noch Größen, die wir kennen. Das machen wir und kriegen die folgende Funktion. P2, das ist in der Musterlösung, in der gedruckten Musterlösung auch detailliert geschrieben, wie das geht. P2 ist gleich U2,0, also Leerlaufspannung im Quadrat, mal R geteilt durch Gesamtwiderstand im Quadrat. Das ist die Funktion von der Ausgangs-, von dem Nutzen, von der Nutzleistung, nur noch jetzt in der Variablen R ausgedrückt. Das heißt, wir leiten diese Funktion ab nach R, setzen die gleich 0 und lösen die Steigungsfunktion nach R auf. Kann man machen? Nein, könnte man machen, aber man kann auch so argumentieren, dass dieser Ausdruck hier, die Steigungsfunktion, die wird 0, also all diese Größen hier sind nicht 0, die wird 0, wenn der Nenner von diesem Bruch hier 0 wird. Und der Nenner ist 0, wenn R gleich R-Kupfer. Mhm. Also das Resultat von der ganzen Rechnung, wir können am meisten Nutzen, die größte Leistung an einem Transformator ziehen oder auch an irgendeiner Spannungsquelle, wenn die Last oder wenn der Lastwiderstand gleich groß ist wie der Innenwiderstand der Quelle. Das wäre in diesem Fall
der Lostwiderstand 1,11 Ohm. Insgesamt hätten wir etwa 2 Ohm bei 5 Volt. Da fließen dann 2,5 Ampere. Ja. Gebeten wir 12,5 Watt. Insgesamt. Insgesamt. Ja. Und die Hälfte davon wäre dann in dem an der Last. Jetzt esse ich auch noch eine Nuss. Das war eine angenehme Videolösung. Ja, ich hoffe es, vor allem für uns. Gut, dann wünschen wir euch allen einen schönen Samichlaus und danken fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Wiederhören.